Hallo zusammen, heute sind wir auf der Regiomesse in Lörrach am Stand von Hand in Hand für unser Land. Und da wir ja seit kurzem auch etwas mehr politisch berichten und auch regelmäßig von den Bauerndemos, sind wir natürlich jetzt genau auf diesen Verein gestoßen, der sich neu gegründet hat. Und deshalb bedanke ich mich bei Mike, dass er uns eingeladen hat hier auf den Stand. Hallo Mike, sei gegrüßt. Servus, grüß dich. Danke, dass ihr uns interviewt. Danke, gerne auch. So, jetzt, ihr seid ein Verein, seit wann gibt es euch? Uns gibt es seit, begonnen hat es mit den Bauernproteste. Wir haben eine Veranstaltung auf der Theresienwiese anvisiert zum 28.01. Und am 28.01. haben wir auch beschlossen, wir machen den Verein jetzt, um einfach nicht aufzuhören und der Politik weiter ein bisschen was zu zeigen. Ich habe mir jetzt einfach aus dem Internet eure Ziele und Zwecke rauskopiert und mein Handy zeigt mir wieder schlechtes Licht. Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Steuergerechtigkeit und des Gemeinwohls in der oder in unserer Gesellschaft. Wie definiert ihr Steuergerechtigkeit? Es ist ja so, dass vieles in unserem Land gerade schräg läuft, also wirklich falsch läuft. Und die Wirtschaft wandert immer mehr ins Ausland ab etc. Der Bürger, der normale Mittelstand und die Mittelschicht haben immer mehr zum Kämpfen. Und viele Leute haben einfach keine Anlaufstelle oder wissen nicht mehr, wie sie sie zur Wehr setzen können. Und das wollen wir zur Politik transportieren und auch ganz klar die Meinung vertreten, und zwar für einen kompletten Mittelstand. So wie jetzt kann es nicht mehr weitergehen. Das stimmt. Jetzt ist aber die Frage, wie setzt ihr das um? Wie setzen wir das um? Wir haben verschiedene Gewerke, also eigentlich alle Gewerke aus dem Mittelstand. Und wir erarbeiten auch die einzelnen Problematiken aus den einzelnen Gewerken heraus, so wie siehe Landwirte, die Landwirte aber jetzt nicht ganz vorne, Industrie, Handwerk, Pflege, Gesundheit, Riesenthema. Und da gibt es ja an allen Ecken und Enden Probleme und die arbeiten wir in einzelnen Gruppen raus und bringen die auch immer wieder, sei es entweder Podiumsdiskussionen oder durch direkte Anträge an die Politik immer wieder vor. Wir machen auch viele verschiedene Demonstrationen, wo das immer thematisiert wird und immer aufgezeigt wird, dass man einfach den Bürger entlasten muss, wieder Politik für den Bürger zu machen und nicht über die Köpfe weg der Bürger. Wir haben ein Beispiel als Rentner, da war ich fassungslos. Es ist ja schon schlimm genug, dass Rentner teilweise Flaschen sammeln müssen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und dann überlegt man noch zum Beispiel, ob man das Geld von den Flaschen noch zusätzlich die Rentner versteuern lässt. Also wo sind wir denn? Genau, das ist natürlich katastrophal, das ist schon richtig. Aber jetzt, ich muss nachhaken. Wie wollt ihr das umsetzen, wenn die Politik nicht will? Im Moment kann man ja den Eindruck gewinnen, dass unsere Politik da eigene Wege geht. Wie wollt ihr die Politik dazu bringen, die Interessen, die ihr sammelt, dann auch wirklich umzusetzen? Richtig, wir untermauern das mit ganz, ganz vielen Gesichtern. Es gibt überall im ganzen Bundesgebiet gibt's viele Leute, Gruppen etc. Aus der Mittelschicht, die einfach mit dem nicht einverstanden sind. Wir verstehen uns so, dass wir alle zusammenholen. Und dann kann man auch nicht mehr drüber wegschauen. Über 1.000 Leute, über 10.000 Leute kann man drüber wegschauen. Aber wenn wir von einer Million Leute reden, dann können die nicht mehr drüber wegschauen. Es ist ja auch so, dass die Politik gern, die in zweiter Stelle sind, gerne ganz oben wären. Und die transportieren wir, oder unsere Messages transportieren wir dorthin und die beißen nach oben.
die versuchen tatsächlich noch größtenteils mit diesen Thematiken, dass sie gewählt werden, an die Spitze zu kommen. Mhm. Und so kann man dieses von unten nach oben beißen sehr gut transportieren. Okay. Das ist eine der Möglichkeiten. Und wir schauen immer wieder, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, friedlich, das ist unser absolute, also für uns mega wichtig, aber wir sind nicht still, wir sind laut und wir laden auch Politiker zu Podiumsdiskussionen ein, so wie wir es vergangenen Samstag in Freienhausen zum Beispiel gemacht haben. Und da darf der Bürger ungeschönt seine echten Fragen an die Politik stellen. Und das nehmen die dann auch mit. Und so bewirken wir was. Mhm. Weil wenn die merken, die Mehrheit ist nicht mehr ruhig. Die sagt ihre Meinung und wir transportieren das weiter, wo drückt der Schuh? Dann können die uns einfach nicht mehr übersehen, sage ich jetzt einfach mal. Was unterscheidet euch als Verein von einer Partei? Außer jetzt die Strukturen natürlich. Ja. Na, was unterscheidet uns von einer Partei? Erstens, wir wollen gar keine Partei sein, aus dem Grund, weil es ist egal, welche Partei vorne dran steht in der Regierung. Es ist immer dasselbe, sage ich jetzt einfach mal. Wir wollen auch gar keine Partei als solche sein. Was unterscheidet uns? Wir verbinden die Menschen durch die Themen der Mitte, die alle betreffen. Und wir suchen uns nicht irgendwelche Themen aus, da wo wir irgendwelche Floskeln festsetzen, um die Leute für uns zu bewegen, sondern wir nehmen die komplette Thematik der Mitte. Und das ist uns mega wichtig. Und wir distanzieren uns auch, und das ist uns auch immer sehr, sehr wichtig, ganz klar von linksextrem und rechtsextrem und von Gewalt. Wir wollen auch keine Regierung stürzen als solche. Wir wollen die Regierung zum Umdenken bewegen. Und das ist uns einfach sehr, sehr wichtig. Natürlich mit Druck, ja, mit vielen Leuten. Andere Möglichkeit haben wir gar nicht. Ja, habt ihr den Eindruck, gut, ihr seid jetzt noch nicht lange, sage ich jetzt mal, auf dem Markt, aber habt ihr wirklich den Eindruck, dass man mit der aktuellen Politik oder dass man die aktuelle Politik beeinflussen kann? Ja, definitiv. Wir merken es in Bayern schon. Wir erreichen Dinge, aber wir wollen das ganz oben ändern. Ja? Wir wollen das für alle Leute ändern. Und wir sind so überzeugt davon, dass man in einer großen Gemeinschaft auch die Politik dazu bewegen kann, wieder Politik für den Bürger zu machen. Denn man muss ja überlegen, die Leute gehen ja wählen. Es stehen ja demnächst wieder viele Wahlen an. Zum Glück. Ja. Und wir transportieren diese Themen über große oder über einen großen Pool an Leuten auch nach außen. Das Ganze wächst ständig. Und wir suchen auch die Leute sehr genau aus, wen wir da mit reinlassen und wen nicht. Also es kann nicht sein, dass wir irgendwelche Spinner, das ist überhaupt nicht unser Ansinnen, dass wir irgendwelche Spinner bei uns dabei haben, sondern wirklich die Mitte, die Mittelschicht und den Mittelstand einfach vereinen. Das ist das große Ziel. Und dann haben wir eine ganz, ganz große Stimme. Ihr habt ja in euren Zielen dann auch einen Punkt drin, der Verein engagiert sich aktiv für Meinungsbildung und Interessenvertretung für den Mittelstand, die Landwirtschaft, Rentner, das Gesundheitswesen und weitere Gewerke. Wie definiert ihr Meinungsbildung? Richtiger wäre eigentlich Meinung abbilden. Ja? Also wir bilden keine Meinung, wir bilden auch keine vor, sondern wir bilden die Meinung, die in der Bevölkerung, die wir übertragen bekommen oder die uns mitgeteilt wird, die bilden wir ab. Mhm. Und die tragen wir auch in die Öffentlichkeit, weil viele einfach auch vom anderen Gewerk die Problematiken gar nicht kennen. Der Verein koordiniert und organisiert Hilfe und Unterstützung bei Notfällen und Katastrophen im Land. Das bezieht sich jetzt definitiv auf Deutschland. Das heißt, wenn jetzt irgendwo im Ausland eine Katastrophe ist, wie läuft es da bei euch dann? Wir sind ja gerade am Aufbauen und wir bauen das Ganze gerade im Bundesgebiet auf. Das ist natürlich ein Riesenstück Arbeit. Ja. Das Ganze läuft so ab, dass sie auch Gewerke bei uns anmelden und wir dann abfragen, wäre wirklich ein Katastrophenfall. Also ich nenne jetzt einfach die Firma Huber-Kran, nur als Beispiel zu nennen. Wie könntest du helfen, wenn wirklich der Katastrophenfall eintritt als Firma? Ja? In diesem Fall könnte er ja sagen, du, ich hätte sofort 3 Krans zur Verfügung für das oder das. Es gibt genauso andere Gewerke, die dann sagen, ich kann euch Dieselaggregate sofort zur Verfügung stellen. Ja?
auch in diesem Bereich. Und wir fassen das alles auch in einer Datenbank zusammen und haben dann einen sofortigen Zugriff, wenn der Fall wirklich eintritt. Was machen wir noch? Beziehungsweise zur Frage vom Ausland. Wir schauen jetzt erst einmal, dass wir das im Bundesgebiet auch bauen können. Natürlich sagen wir mit Sicherheit nicht Nein zum Ausland, aber erst einmal ist das Ziel, dass wir die Struktur überhaupt so hinbekommen. Ja? Und wir wollen da keine großen Sprüche oder irgendwas klopfen oder irgendwas versprechen. Wenn wir helfen können, dann helfen wir, was wir machen können. Und genau das ist mit ein Ziel. Ich darf als Beispiel nennen, das Ahrtal zum Beispiel. Da läuft gerade auch was an, weil die Bayernfreunde e.V. zum Beispiel bei uns unten, die das 2 Jahre gemacht haben, haben jetzt aufgehört. Ist auch ein Punkt, den ich mal gern nach außen tragen will. Warum haben die zum Beispiel aufgehört? Aufgrund der Mauterhöhung. Die finanzieren sich ja selber von Spenden etc. Haben pro LKW, ich sage jetzt mal die Summe von 600 irgendwas Euro, ist zu mir dran geworden, bezahlen müssen. Jetzt haben sie 80% mehr. Das heißt, pro LKW mit Hilfslieferung subventioniert man im Endeffekt wieder den Staat aus Spenden. Und da ist jetzt zum Beispiel gesagt worden, na, wir machen da andere Dinge, ja, wir geben das Geld direkt nach unten. Und wir haben jetzt gesagt, für uns, weil unser zweiter Vorstand war damals auch gleich mit unten und hat Auskäufer, wir unterstützen das jetzt noch, wir haben Gewerke und Firmen, die das sagen, okay, das übernehme ich jetzt einmal. Richtig ist es ja nicht, dass der Staat subventioniert wird, wenn der Bürger Hilfe leistet. Nee. Ja. Genau. Man kann auf eurer Website lesen, wir distanzieren uns klar von jeglichem Extremismus und Gewalt und verpflichten uns für echte Demokratie, ideologiefrei und ehrliche Politik einzutreten. Wie könnt ihr das vereinbaren, weil wenn man jetzt so verschiedene Umfragen hört und liest, speziell die Ideologie ist ja momentan, so wie es aussieht, in Deutschland doch sehr im Vordergrund, wenn es um die Politik geht. Wie wollt ihr das hinkriegen? Also wir als Verein, nochmal, wir transportieren diese Dinge nach außen. Wir weisen darauf hin, immer und immer wieder. Wir sprechen die Themen an, wo zum Beispiel wahnsinnig viel Ideologie drin ist, weil wir sind ja ideologiegetrieben mittlerweile. Ja, das hat ja mit Vernunft oft überhaupt nichts mehr zu tun. Und wir kehren das einfach immer wieder nach außen und bringen das an. Und je mehr Bürger wir werden, umso mehr Stimmen fangen wir einfach auch ein. Und umso mehr Leute, oder man sieht dann umso mehr, dass die Leute einfach, ich sage es jetzt auf Bayerisch, die Schnauze voll haben. Ja. Ja, es hat mit Vernunft nichts mehr zu tun. Es läuft gehörig was falsch. Und das ist das, was uns einfach wichtig ist, genauso wie echte Demokratie. Ich meine, wenn ich heute irgendwo sitze und ich schließe irgendjemanden aus oder ich sage, der hat eine bescheuerte Meinung, dann hat das nichts mit echter Demokratie zu tun. Und so ist es ja im ganzen Leben und so muss es auch in der Politik sein. Fernab jeder Partei, aber wenn einer irgendwo irgendwas Doofes sagt, dann versucht man, alles in irgendein Eck zu stecken. Und das ist nicht richtig. Wir müssen alle miteinander reden und das ganz offen und ehrlich. Und mittlerweile ist es so, dass man mehr Angst transportiert als die wahre Realität. Oder ist das richtig ausgedrückt? Ich weiß gar nicht. Aber es wird wahnsinnig viel Angst transportiert. Und man merkt, dass die Bürger unheimlich viel Angst haben. Und das sind uns einfach so wichtige Themen. Und uns ist auch ganz, ganz wichtig, nochmal, wir schauen auch immer uns die Leute gerne an. Und wir schauen auch auf Demonstrationen, weil es wirklich sein kann, dass man unterlaufen wird oder dass man versucht. Unsere Leute schauen alle mit und wir sensibilisieren sie auch immer dafür, dass man schaut, Leute, schaut, dass wir keine Spinner mit dabei haben. Meldet uns die sofort. Bei Demonstrationen haben wir Polizei mit dabei. Die melden wir sofort an die Polizei. Wir sind die Mitte und dafür stimmen wir. Und nicht für irgendwelche Wulden, sage ich jetzt als Bayern. Gut. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei der kleinen Gruppe Alemannen, dass sie uns Hand in Hand für unser Land die Möglichkeit gegeben haben, uns auf der Messe zu präsentieren. Die Gruppe ist so engagiert, so herzlich und so mega toll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr habt da was Großes auf die Beine gestellt und die Leute nehmen das auch sehr gut an. Super, ganz, ganz lieben Dank.
So, Mike, ich denke, wir sind am Ende angekommen. Die Information ist, glaube ich, geflossen. Ich hoffe auch in deinem Interesse. Möchtest du unseren Zuschauern noch irgendwas mitteilen, mit auf den Weg geben? Ich möchte es mit einem Statement von unserem ersten Vorstand, vom Huber-Franzi, beenden. Ja, wenn Unrecht zur Normalität wird, wird der Widerstand zur Pflicht. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir auch die Möglichkeit gehabt haben, uns zu präsentieren bei euch, einen kleinen Einblick in uns zu geben. Das ist auch gut für uns, weil einfach die Leute dann wissen, wer wir sind. Und bitte kommt zu uns, fragt zu uns. Wir beantworten wirklich jede Frage gern. Schiebt uns nicht in ein Eck, das mag kein Mensch nicht. Und das sind wir auch nicht. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Genau. Das bedeutet, der Verein Hand in Hand für unser Land ist auf der Regiomesse in Lörrach noch bis Sonntagabend. Wann schließen die Tore, weißt du das? 18 Uhr. Um 18 Uhr. Also wer in der Nähe von Lörrach ist, kommt vorbei, besucht den Stand, redet mit den Leuten. Ihr habt es mitbekommen, das sind sehr umgängliche Menschen, die haben gute Ziele. In dem Moment möchte ich mich bedanken, auch dass ihr jetzt unser Video geguckt habt. Wir in der Videobeschreibung unten drin setzen wir natürlich selbstverständlich auch den Link zum Verein. Da könnt ihr auf der Webseite euch noch ein bisschen schlauer machen. Da sind auch Kontakte dabei. Und das war es eigentlich gewesen. Ich grüße euch. Wir verabschieden uns von der Region Lörrach. Bis denn, wir sehen uns und tschüss. Servus, pfiat euch.